Die Angst vor dem Coronavirus geht um. Wir haben deshalb in unserem Studio den Spezialisten Dr. Klaus Vander, Leiter des Grazer Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie, der uns freundlicherweise die wichtigsten Fragen zum Thema beantworten wird. Jetzt ist die allgemeine Stimmungslage so zwischen Besorgnis und leichter bis mittelschwerer Panik. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und Sie fragen, wie schlimm ist es wirklich? Ich möchte aber diesmal den anderen Weg gehen und als radikaler Optimist sozusagen, der sich nur auf die, vorausgesetzt, der sich nur auf die guten Nachrichten zum Coronavirus konzentrieren möchte, könnte ich jetzt sagen, der Verlauf von Covid-19, so wie die Krankheit heißt, die das Virus auslöst, ist laienhaft ausgedrückt so etwas wie eine milde Grippe. Mit vielleicht einem etwas höheren Sterberisiko als die Influenza, weiß man noch nicht, weil die Erfahrungswerte ja erst seit 2 Monaten gegeben sind. Und nach einem Jahr, wenn die Grippe, also die Impfung gegen das Coronavirus hoffentlich vorhanden ist, ist der ganze Spuk Geschichte. Ist es jetzt eine fahrlässige Untertreibung, Verharmlosung oder woher kommt wirklich die Angst? Nein, darauf kann ich recht gut eingehen. Auf der einen Seite beziehe ich mich natürlich ausschließlich auf Daten, die uns derzeit schon vorliegen, die in publizierter Art und Weise vorliegen. Da kann ich das unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Bei dem Coronavirus handelt es sich um eine neue Atemwegsinfektion, die aber in Analogie zur Influenza eben über zum Beispiel Tröpfchen oder über auch kontaktassoziierte Schmierinfektion übertragen wird. Das heißt, der Übertragungsweg ist in Analogie zu sehen zu der Grippe, ja, zur Influenza. Die Verlaufsform, Symptomatik ist auch ähnlich. Plötzlich einsetzendes Krankheitsgefühl, hohes Fieber, Kopfgliederschmerzen, Kurzatmigkeit. Also hier ist kein wirklicher Unterscheidungsfaktor zur Influenza gegeben. Was Sie interessiert letzten Endes im Hinblick auf Infektiosität und eben auch Todesfällen, die es verursacht, bin ich auch bei Ihnen. Es ist relativ ähnlich zur Influenza. Vielleicht eine bisschen höhere Todesrate derzeit. Ja. Bei der Influenza geht man aus, dass etwa 1% der schwerwiegend Erkrankten versterben. Bei dem Covid-19 sind wir derzeit bei knapp unter 3%. Also es hat eine bisschen höhere Letalität, obwohl man auch das differenziert betrachten muss, weil wir ja hiervon auch in einer ganz anderen Region mit einer unterschiedlichen Krankenversorgung ausgehen. Also das kann man hierzu schon mal sagen. Wie darf man sich jetzt den Verlauf der Covid-19-Erkrankung im Ernstfall wirklich vorstellen? Im allgemeinen Verständnis vermischt sich ja auch ständig die Influenza mit Schnupfen bzw. grippalem Infekt. Dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, also was ist es im schlimmsten Fall und was ist daran anders als die herkömmliche Grippe? Genau. Also darauf muss man ganz ehrlich einmal hinweisen und das ist natürlich allgemein gültig. Man muss unabhängig jetzt, ob es sich um eine Covid-19 oder eben um eine Influenza-Infektion, muss man das ganz klar abgrenzen eben von dem klassisch grippalen Infekt. Ja, der klassisch grippale Infekt ist ein Infekt, den wir alle kennen. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, milder Beginn, das Rinnen der Nase, meist keine Temperatur. Das ist ein klassisch grippaler Infekt. Demgegenüber steht aber natürlich entweder die Influenza oder eben auch Covid-19. Man kennt es, ein akut einsetzendes, starkes Krankheitsgefühl, hohes Fieber, Kopfgliederschmerzen, das wären so die klassischen Symptome sowohl von der Influenza als auch vom Covid-19. Bei Covid-19 müssen wir allerdings jetzt hervorheben, dass nicht jeder symptomatisch wird. Also anhand der derzeit vorliegenden Daten kann man ganz klar sehen, dass etwa 85% der Infektionen klinisch mild bis sogar asymptomatisch verlaufen. Das heißt, wir wissen natürlich, dass ausschließlich besondere Risikopopulationen ein höheres Risiko sowohl der Erkrankung haben, aber natürlich auch ein höheres Risiko, schwerwiegende Krankheitsverläufe zu bekommen. Nur diese ominösen Vorerkrankungen und ab 50, also auch ältere Menschen sind eher betroffen, das betrifft ja alle Krankheiten. Also die sind
also der Zustieg, also dass die Risikogruppe mit zunehmendem Alter mehr betroffen ist, liegt an den Vorerkrankungen, die sich einfach im Laufe der Jahre ergeben oder woran? Nein, prinzipiell bin ich natürlich bei Ihnen. Mit fortschreitendem Alter plus unter Umständen chronischen Grunderkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Erkrankungen mit Immunsuppression, Diabetes mellitus und. Das sind für fast jede Infektionserkrankung prädisponierende Faktoren, also Faktoren, die eine Infektion wahrscheinlicher machen. Mhm. Beim Alter per se muss man jetzt natürlich sagen, mit zunehmendem Alter führt, oder das zunehmende Alter führt zu einer Abnahme der Immunität des Menschen. Also es nimmt sowohl die antikörpermedierte Immunität als auch die über Zellen vermittelte Immunität einfach ab. Das trifft jeden von uns. Und somit natürlich ein steigendes Infektionsrisiko mit fortschreitendem Alter. Nur die Komplikationen jetzt bei Covid-19, wenn ich das richtig interpretiere, sind die Lungenkrankheiten. Also die Zielstruktur des Covid-19 ist primär die Lunge. Ja, und die schwerwiegenden Komplikationen, die wir bis dato auch gesehen haben, waren eben zum Beispiel Lungenversagen. Das heißt, wirklich ein viel höheres Risiko, Komplikationen zu erleiden, wenn ich Asthma habe? Oder Asthma als eine chronische Atemwegserkrankung, prädisponiert, also erhöht wieder die Wahrscheinlichkeit für alle viralen, bakteriellen Infekte der Atemwege. Ja, also das ist jetzt nichts Exklusives für Covid-19, sondern man muss einfach sagen, eine chronische Lungenerkrankung führt zu einem höheren Risiko von Infektionen der unteren Atemwege. Okay. Dann kommen wir zum Thema Vermeidung. Es wird immer wieder kolportiert, 2 Meter Abstand zum möglich Kranken, Krankheitsverdächtigen genügen. Also der hauptsächliche Weg, wie die Krankheit übertragen wird, ist über Tröpfchen. Also alles, was man irgendwie im Gespräch, also aus dem Mund, Speichel heraus. Wie verhält sich da das Risiko im Vergleich zum Virus auf diversen Oberflächen, Türgriffen, Haltegriffen, bis hin zu Geldscheinen oder Tastaturen, die man gemeinsam im Büro benutzt? Gut, darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Die Übertragungswege eben von zum Beispiel Influenza, aber eben auch Covid-19 ist auf der einen Seite die tröpfchenassoziierte Erregerübertragung, die Sie schon geschildert haben. Das heißt, beim Husten, Niesen, aber auch beim Sprechen gebe ich Tröpfchen von mir ab. Diese Tröpfchen haben eine Tragweite von ungefähr 1,5 bis 2 Metern. Diese Tröpfchen letzten Endes können entweder direkt im Bereich der Schleimhäute der oberen Atemwege oder eben auch der Bindehäute abgefangen werden oder auftreffen und somit zu einer Infektion führen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die sogenannte kontaktassoziierte Erregerübertragung, die klassische im Volksmund Schmierinfektion. Das heißt, wenn Virus auf einer Oberfläche vorhanden ist, ich es mit der Hand aufnehme und die Hand zum Auge führe oder zum Mund führe, kann es auch somit durch eben diese Schmierinfektion zu einer Erregerübertragung kommen. Und da sind wir jetzt gleich bei der Möglichkeit, wie ich mich schützen kann. Auf der einen Seite ist jeder, der einen akuten Infekt hat, dazu angeraten, sich selbst, aber natürlich auch insbesondere seine Mitbürger durch eine Husten- und Schnupfen-Etikette zu schützen, sprich Taschentuch vor den Mund zu halten, frische Taschentücher zu verwenden, sich die Hände häufig zu waschen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Aber natürlich auch für uns alle gilt, nach zum Beispiel Aufenthalt in einer öffentlichen Einrichtung, bei häufigem Handkontakt in städtischen Bereichen, ist das Waschen der Hände, ja, eine Maßnahme, um die mögliche Übertragung über die Hände zu minimieren. Nur als Hygieniker ist das Ihre Empfehlung generell, nehme ich mal an. Das ist ein Hausrezept mehr oder minder, okay. Oder das empfiehlt der Hausverstand und gilt für alle möglichen bakteriell als auch viralen Übertragungen. Und jetzt reicht wirklich die normale Seife oder wann ist ein Desinfektionsmittel? Also hier unterscheide ich immer, ich sage die Händedesinfektion als eine genau definierte Abtötung einer gegebenen Keimzahl. Also Desinfektion ist ausschließlich notwendig für Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen. Mhm. Jeder in der Bevölkerung, der sich auch die Hände desinfizieren möchte, dem kann ich das natürlich nur empfehlen. Ja. Aber für die Bevölkerung, die nicht in einer Gesundheitseinrichtung arbeitet, ist im Alltag natürlich auch das Händewaschen mit Wasser und Seife ausreichend. Führt zu einer etwas geringeren Abreicherung von Bakterien und Viren, aber ist eben im Alltag das Mittel zum Zweck.
Okay. Gibt es eine seriöse Einschätzung, wie lang das Virus an diversen Oberflächen wirklich überlebt? Es gibt dazu schon Daten und die zeigen, dass natürlich wie bei fast allen viralen Infekten das Virus abhängig von unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie Einschluss in Sekretrückstände, UV-Bestrahlung, Trockenheit, Umgebungstemperatur von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen auf Oberflächen überleben kann. Gleichweg möchte ich aber natürlich sagen, derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass unter Umständen über Paketlieferung oder Gegenstände aus dem asiatischen Raum ein relevantes, belastbares Infektionsrisiko besteht. Und generell öffentliche Verkehrsmittel, wo viele Menschen den gleichen Haltegriff benutzen, beziehungsweise einfach Türgriffe ein- und ausgehen in einem großen Büro? Ich sage mal, dieses Risiko gehört zu unserem Alltag. Ja, das kann man nie minimieren. Ich kann es nochmal sagen, durch eine adäquate Händehygiene bzw. Händereinigung ja, kann ich natürlich hier die Übertragungswahrscheinlichkeit minimieren. Ja. Ganz auf null reduzieren kann man es nicht. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kann die Wahrscheinlichkeit minimieren. Für all die, die es können, gilt es natürlich wie für alle Situationen, in denen es zu einer häufigen Übertragung von Infektionen der Atemwege kommt. Große Menschenansammlungen, enger Menschenkontakt ist immer mit einem höheren Übertragungsrisiko assoziiert. Die Schutzmasken, dazu wurde auch schon viel gesagt, von vollkommen sinnlos bis durchaus berechtigt. Die einfache Schutzmaske aus dem Baumarkt, kann man die durch jeden Schal ersetzen oder ist es... Würde schon ein Schal helfen, oder? Letzten Endes, ich weiß, hier wurde relativ viel dazu schon gesagt. Nicht vieles war richtig und sinnstiftend. Deswegen bin ich froh, dass man das ein bisschen jetzt konkretisieren kann. Man muss bei den Masken unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite den klassischen chirurgischen Mund-Nasen-Schutz, dessen Aufgabe ist es, die Tröpfchenabgabe zu verhindern. Ja? Und daher ist es auch für erkrankte Personen sinnvoll, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Insbesondere, wenn ich als erkrankte Person eine Gesundheitseinrichtung aufsuche. Wir haben in Sujets querbeet durch die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft in den Ambulanzbereichen Sujets bzw. Folder aufgestellt, die die Patienten, die vorstellig werden mit Erkrankungen der oberen Atemwege, dazu aufrufen, sich sowohl die Hände zu desinfizieren als auch zum Schutz der anderen ja, einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden. Und das kann der Mund-Nasen-Schutz auf jeden Fall. Dafür ist er und dafür funktioniert er. Das andere Thema sind diese Halbschalenmasken. Ja, die wir zum Beispiel auch aus dem Baumarkt kennen. Es gibt da unterschiedliche Qualitäten, FFP2, FFP3-Masken. Das ist jetzt nicht so schwierig. Diese unterscheiden sich primär im Grad der Dichtigkeit. Diese Halbschalenmasken dienen dazu, dass eine Übertragung von Bakterien und Viren auf mich reduziert wird. Und das können diese Masken. Also wieder dem, was in der derzeit gesagt wurde, diese Masken können und können das verhindern oder können das Risiko minimieren und funktionieren auch. Nur derzeit gibt es keinen Grund, ja, dass ich in der breiten Bevölkerung diese Masken anwende. Ja. Okay. Die Inkubationszeit bei Covid-19 ist auch noch immer wieder ein Thema. Also getestet wird ja, also jemand, der das Virus in sich trägt, bereits verbreiten kann, die Zeit, wann man testet, wann jemand Überträger ist, ist ein relativ breites Fenster. Also man müsste, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser 14-Tage-Frist ab Kontakt zu einer möglicherweise infizierten Person ganz am Anfang zu testen, bringt nichts. Später, also wann testet man? Wie aussagekräftig sind die Tests? Auch da möchte ich ganz kurz darauf eingehen und zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist die sogenannte Inkubationszeit. Die Inkubationszeit bezeichnet den Zeitpunkt von Kontakt mit dem Erreger bis zum Auftreten von ersten Krankheitssymptomen. Wir alle wissen, das Auftreffen von Bakterien bzw. Viren an oder im Körper braucht immer drei Wege: Anhaften, Eindringen und Vermehren. Erst ab dem Zeitpunkt der Vermehrung kann es letzten Endes dann auch zu einem Ausbreiten oder zu einem Zeigen von Krankheitssymptomen und damit auch
auch zu einer Virusausscheidung kommen. Das ist hier der wesentliche Punkt, also die Inkubationszeit. Wir haben bei der Covid-19-Infektion haben wir eine Inkubationszeit, die zwischen 2 und 14 Tagen ist. Das heißt, frühestens 2 Tage ab Kontakt mit dem Erreger kann ich schon Krankheitssymptome zeigen, ja, bis maximal, dazu gibt es unterschiedliche auch derzeit Publikationen, aber wir setzen derzeit die Grenze bei 14 Tagen. Jetzt ist natürlich die Situation, wenn Sie ohne Krankheitssymptome am Tag 4 ja, testen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie keinen Nachweis haben, keinen positiven. Das bedeutet aber nicht, dass Sie in den Folgetagen nicht Krankheitssymptome zeigen können und auch Virus ausscheiden. Somit empfehlen wir keine Testung rein aus dem Verdacht heraus, sondern ausschließlich eine Testung in Kombination von Exposition gegenüber einer erkrankten Person, Exposition in einer Risikoregion, die ja auf den Seiten des Sozialministeriums auch gut angeführt sind, und, das ist das Wesentliche, Aufzeigen von Krankheitssymptomen wie Fieber, Kopf, Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit. Okay. Die Tests sind wie zuverlässig und vor allem wie einfach oder kompliziert auch durchzuführen? Also letzten Endes, es grassieren derzeit so die Meinungen, es gäbe schon einen Schnelltest. Letzten Endes muss man auch hier ein bisschen umreißen. Die einzigen Testsysteme, die derzeit mit einer ausreichenden Sicherheit und einem, sagen wir mal, einer Verlässlichkeit am Markt verfügbar sind molekularbiologische Tests. Hierzu sind in der Steiermark 2 Institutionen etabliert, sind auch derzeit 7 Tage in der Woche diesbezüglich in Betrieb und die Tests funktionieren gut und bieten ein hohes Maß an Sicherheit und auch an Aussagekraft. Kostenfaktor dabei, ein wesentlicher? Letzten Endes ist das eine Geschichte. Natürlich, eine Leistung kostet auch Geld. Ohne jetzt für alle Einrichtungen sprechen zu können, sind wir für die Privatperson bei einer Testkosten von um die 80 Euro. Okay. Die Influenza kommt in Wellen. Bei Covid-19 ist das in dem Sinn nicht zu erwarten, bis es eine Schutzimpfung gibt. Oder wie darf man sich das vorstellen? Also durch extreme Sommertemperaturen wird das Virus nicht weniger aktiv? Vermutlich nein. Also okay. Es wird häufig kolportiert, dass die UV-Bestrahlung, also die Virusvermehrung hemmen würde. Da wir uns vor Augen halten, dass dieses Virus ja jetzt aus einem ostasiatischen Bereich kommt, wo ausreichend Sonnenstrahlung vorhanden ist, kann man das einmal jetzt nicht als wesentlichen Faktor anführen. Der wesentliche Punkt dieses neuen Virus ist ja, dass es auf eine Bevölkerung trifft, die überhaupt keine Antikörper, keine Immunität dagegen hat. Somit ist natürlich nicht zu erwarten, dass wenn das Virus jetzt Kontakt zur Bevölkerung hat, dass es schnell sozusagen zu einem Wiederabklingen kommt. Okay. Ihre Einschätzung vorsichtigerweise? Meine vorsichtige Einschätzung anhand der jetzt basierenden Daten ist, wir sind aufmerksam, wir sind bemüht letzten Endes, die Ausbreitung so weit als möglich zu minimieren. Ich sage minimieren, verhindern wird man es als Gesetz der Wahrscheinlichkeit nicht vollständig können. Aber man tut alles, um die Auswirkungen so gering als möglich zu halten. Und das ist meine Einschätzung. Vielleicht noch eine kurze Frage. Risikogruppe, schwangere Frauen und Kinder. Wie verhält sich's da? Also letzten Endes, Kindern stellen anhand der derzeit vorliegenden Daten keine besondere Risikopopulation dar. Also Kinder stehen eigentlich unter einem deutlich geringeren Risiko. Für schwangere Frauen gibt es hierzu noch keine expliziten Daten. Nichtsdestotrotz stellt natürlich die Schwangerschaft in Kombination mit einer den gesamten Körper betreffenden viralen Infektion immer ein gewisses Risiko dar. Das kann man aber per se so stehen lassen. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Danke.